Hallo, herzlich willkommen. Ich bin die Chrissy und wir zeigen euch heute die neuseeländischen Supermärkte und was Lebensmittel hier in Neuseeland kosten. Viel Spaß beim Zuschauen. In Neuseeland gibt es drei große Supermarktketten. Das ist einmal der Pak n Save, der mit am günstigsten ist, wo wir gerade auch davor stehen. Der ist vergleichbar wie der Aldi und der Lidl in Deutschland. Dann gibt es den Countdown, der ist im günstigen und mittleren Bereich. Den kann man mit dem Rewe vergleichen. Und dann gibt es noch den New World. Der New World ist mit am teuersten und der ist so mit der Edeka zu vergleichen. Außerdem gibt es in Neuseeland noch kleinere Supermarktketten wie den Fresh Choice. Den findet ihr vor allem auf der Südinsel. Und den Four Square. Der hat allerdings nicht so viel Auswahl und ist auch ein bisschen teurer. Außerdem gibt es vor allem in den großen Städten noch ganz viele Asiamärkte, wo ihr auch oft günstige Schnäppchen finden könnt. Und am Wochenende gibt es die Farmers Markets, also die so Obst- und Gemüsemärkte, wo ihr frisches Obst und Gemüse von den umliegenden Farmen finden könnt. Und wir werden jetzt unseren Tageseinkauf hier im Pak n Save machen, weil wir sind gerade noch auf Roadtrip und können nicht für eine ganze Woche kaufen und dann nehmen wir euch jetzt einfach mal mit. So ein paar Gemüsesorten in Neuseeland, wie zum Beispiel Tomaten, die sind saisonabhängig, das heißt im Winter werden die richtig teuer. Wir haben jetzt Ende März, Anfang April und die sind schon bei 7 Dollar das Stück. Die werden im Winter noch auf 10 Dollar pro Kilo, nicht pro Stück hochgehen. Im Sommer allerdings gibt es die für 3 Dollar pro Kilo, also bei Gemüse und Obst solltet ihr immer ein bisschen schauen. Karotten zum Beispiel sind das ganze Jahr über günstig, aber ja, es kommt immer drauf an. Hier in Neuseeland beim Fleisch ist es oft so, dass es Angebote gibt, wie zum Beispiel jetzt hier. Hier wurde es von 18 Dollar auf 12 Dollar reduziert. Das ist, glaube ich, ein Kilo Rindfleisch oder so. Also wenn ihr da bei Fleisch Geld sparen wollt, kommt manchmal abends. Abends werden sie oft reduziert, die Fleischsachen, weil sie dann die alten Sachen loswerden wollen. Aber auch es lohnt sich einfach mal durchzugucken, oft sind Dinge reduziert und dann könnt ihr euch das billigere Zeug kaufen. Übrigens, es gibt einen Trick, wenn man sich nur ein einziges nimmt oder auch nur eine einzige Mandel und dann an die Kasse geht, ist der Preis so gering, dass es abgerundet wird und am Ende zahlt man gar nichts. Also wir mussten jetzt drinnen aufhören zu filmen. Wir wurden nämlich darauf hingewiesen, dass man da drin nicht filmen darf. Und dann haben wir uns nicht getraut, weiter zu filmen. Deswegen hat das Video jetzt hier abrupt geendet. Wir haben unseren Einkauf noch erledigt. Wir werden jetzt noch zu einem anderen Pak n Save fahren, um euch den Rest zeigen zu können. So, wir sind jetzt beim anderen Pak n Save angekommen, werden da auch noch mal durchlaufen und euch ein bisschen noch den Rest zeigen, den wir beim anderen nicht mehr filmen konnten. Also wir sind jetzt gerade im Pak n Save, wir fühlen uns aber ziemlich komisch jetzt hier zu filmen, weil wir bei dem anderen da nicht rausgeschmissen wurden, aber darauf hingewiesen wurden. Deswegen gibt es jetzt auch mehr so Zwischenshots, wo wir uns ein bisschen blöd fühlen. Genau, was ich noch sagen wollte ist, Pak n Save hat uns vor allem deswegen fasziniert am Anfang, weil hier alles aussieht wie in so einem riesen Lagerhalle, ja, wie so ein Warenhaus, also wie in so einer Lagerhalle oder sowas. Das sieht gar nicht aus wie so ein typischer Supermarkt. Was zum Beispiel immer geht, was ihr euch immer kaufen könnt, sind so Dosen Gemüse und Dosen Bohnen, alles so. Die sind nämlich ziemlich billig, die ganzen Sachen. Hier gibt es ganz viele so Toastbrots. Richtig gutes deutsches Brot, wie es in Deutschland gibt, werdet ihr in Neuseeland nicht finden, außer in manchen Bäckereien, aber so die Supermärkte haben halt viel so Weißbrot. Es
war jetzt unsere kleine Shoppingtour, die doch etwas anders verlaufen ist als geplant. Also was wir noch sagen wollten, wenn ihr in Neuseeland ein bisschen sparen wollt, das geht vor allem, wenn ihr einfach abends einkaufen geht. Abends werden oft die Brotauswahl oder auch das Fleisch reduziert. Dann gibt es noch so Clubkarten, die gibt es aber nicht für den Pack & Save, aber für Countdown und New World, wo die manchmal billigere Preise haben. Dann regionale Produkte kaufen, wie zum Beispiel im Winter kauft man halt dann keine Tomaten. Da kauft man dann eher Karotten, die billiger sind. Und hast du noch irgendeinen Tipp? Ja, und zwar fast an jedem Pack & Save gibt es auch eine Tankstelle. Und wenn ihr tankt, bekommt ihr noch zusätzlich so einen Zettel, wo drauf steht 6 Cent off. Das heißt, dann für euer nächstes Tanken könnt ihr das hier benutzen. Aber den gibt es nur, wenn ihr auch was kauft. Wir hoffen, dir hat das Video gefallen. Und wenn, dann gib uns doch ein Like und einen Daumen hoch und abonniere auch den Kanal. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und wir essen jetzt noch Tim Tam. Also die Neuseeländer stehen voll auf das Zeugs. Es soll voll der Hit sein. Aber naja. Wir haben einen anderen Geschmack. Es ist okay, aber es haut uns nicht um.